Enterprise Java on Steroids oder auch Java in Zeiten von Cloud Native. Ich habe versucht, einen deutschen Titel zu finden, aber das hört sich alles so nach Doping an. Deshalb habe ich den in Englisch gelassen. Wer kennt denn noch dieses Enterprise Java von Ihnen? Also, wer hat damit schon mal irgendwie umhantiert? Oh, wir sind aber eine Menge. Und das, obwohl es ja suggeriert wird, in Zeiten von Cloud Native und Containern und so weiter, dass man da halt kein Java mehr macht, oder zumindest kein Enterprise Java, sondern verschiedene Java-Derivate oder Go natürlich, oder Python oder irgendwelche super schnellen kleinen Sprachen, aber nicht dieses fette Enterprise Java. Und ich möchte heute mal kurz beleuchten in dem Talk, weswegen das so ist, also weswegen diese Vorurteile bestehen am Markt und oder in der Community und welche Lösungen sich in den letzten Jahren, Monaten etabliert haben, um eben mit Enterprise Java in der Cloud noch mitspielen zu dürfen. Weswegen habe ich den Talk ausgewählt? Ich komme von der Firma Open Knowledge aus dem schönen Norddeutschland. Wir sind aber in Gesamtdeutschland, Österreich, Schweiz unterwegs und in sehr, sehr vielen großen Projekten. Enterprise-Projekten klassisch auf dem Enterprise-Java-Stack, also entweder Standard- oder Spring-Stack. Und viele überlegen jetzt, wie können wir am besten in die Cloud gehen? Und dann gehen halt genau diese Diskussionen los, die ich heute treffen möchte. Das ganz kurz zu mir hier. Wichtig ist nur, ich habe einen super coolen Titel, CIO New Technologies. Ein Kollege von mir sitzt da hinten auch. Das bedeutet eigentlich nur, ich darf immer tolle Sachen machen und die Kollegen müssen für das Geld sorgen und arbeiten und ich darf das dann wieder ausgeben, indem ich irgendwie mit neuen Technologien rumspiele und ausprobiere, ob die funktionieren und damit dann zu unseren Kunden gehe und sage, hey, das könnte was für euch sein. Das zu meiner Rolle. Okay, fangen wir direkt an. Enterprise Java in Zeiten von Cloud und Serverless. Und wer so wie ich aus der sogar J2EE-Welt kommt, also J2EE und dann Java EE und jetzt heißt das ja Jakarta EE, der weiß, das ist nicht immer ganz einfach und man ist steht häufiger vor der Frage, passt das noch so richtig, ja oder nein? Ne? Also man hat da diesen tollen Server, der sich irgendwie um alles kümmert und da deployt man seine EARs oder VARs oder was auch immer rein. Und das funktioniert ganz gut, wenn man eine monolithische Applikation hat. In den letzten Jahren haben wir gelernt, es funktioniert irgendwie auch noch ganz gut, wenn man Microservices hat, wenn man nicht ganz so viele davon hat. Aber wenn wir über Cloud-Native-Serverless reden, wo binnen Millisekunden irgendwie neue Instanzen hochgezogen werden sollen, da kann man sich das nicht so richtig vorstellen. Java EE ist da stets bemüht, möchte ich mal sagen, Enterprise Java. Also man hat sich schon das eine oder andere überlegt, gerade die Application-Server-Hersteller, da komme ich gleich noch drauf, haben versucht, Lösungen für diese Problemwelten zu schaffen. In der Regel funktioniert es aber nicht so richtig. Und wenn wir uns mal anschauen, wer sich so ein bisschen mit der Cloud-Welt mal auseinandergesetzt hat, ich fühle mich immer wie auf diesem Bild, ne? Also da irgendwie 1000 Instanzen sollen angeblich super dynamisch aufgezogen werden, abgezogen werden, beliebig skalieren das Ganze und. Und das soll natürlich noch hochsicher laufen. Und als Enterprise-Developer aus der Java-Welt fühle ich mich bei dem Bild nicht so richtig wohl. Ne? Und die Frage ist, wie können wir das beides miteinander verheiraten? Was ist das Problem? Das Problem ist, dass wir eigentlich sehr kleine Fragmente brauchen, sehr kleine Applikationen brauchen im Sinne von sehr niedrigem Speicherbedarf, also für Cloud und Co. Dass wir geringe Startup-Zeiten brauchen. Also wenn wir dynamisch über Kubernetes oder Serverless oder was auch immer ganz, ganz schnell neue Instanzen starten wollen, geht das natürlich nur, wenn die Startup-Zeiten gering sind, also dass ich keine Fallout-Times bekomme. Und das Ganze muss sehr flexibel sein im Sinne von Modularisierung. Ne? Also ich möchte mein großes Ganzes in ganz, ganz viele kleine Fragmente zerteilen, also Serverless Functions oder Microservices oder wie auch immer ich sie nenne. Und die sollen hochdynamisch, unabhängig voneinander entwickelt, getestet, deployed, gemonitort, skaliert werden können. Und wenn man sich mal anschaut, wie der Enterprise Java oder wie Enterprise Java aufgebaut ist, dann ist das eigentlich genau das Gegenteil davon. Also immer in Kombination natürlich mit einer Serverinfrastruktur, egal ob embedded oder als Standalone Server. Ich habe einen unglaublich hohen Speicherbedarf. Ich habe sehr hohe Startup-Zeiten. Woran das liegt, da werden wir nachher noch drauf eingehen. Und normalerweise eben kein stark modulares System, sondern den Alles-oder-Nichts-Ansatz. Ne? Also ich deploye alles oder nichts. Und wenn ich mir den Standard anschaue, also Java EE im Speziellen, dann bezieht sich das nicht nur auf meine Applikation, sondern auch auf die Runtime.
Also wenn ich standardkonform sein möchte, dann muss ich halt die ganze Runtime deployen oder irgendwo laufen haben, egal ob ich das brauche oder nicht. Also wenn ich wenn ich Microservices habe, die keine visuelle Oberfläche haben, muss ich laut Standard trotzdem JSPs, JSF und JSTL und mit deployed haben. Brauche ich aber nicht, ne? Also das ist ein Overhead, ein unglaublicher Overhead, der mir in dem Fall nichts nützt. Das ist das eine Problem. Also eigentlich genau kontraproduktiv, Java EE, genau kontraproduktiv oder Enterprise Java, genau kontraproduktiv zu dem, was ich erwarten würde für die Cloud oder was ich benötige für die Cloud. Das andere Problem ist, wie wir hier sehen, selbst wenn ich es irgendwie hinbiegen würde, Fat Jars sind da das Schlagwort, also indem ich sage, ich nehme nur die Teile vom Server, die ich wirklich brauche, verpacke die mit meinem Microservice zusammen und lass das dann in einem Prozess laufen, dann habe ich diese tolle Unabhängigkeit, bin deutlich kleiner, als wenn ich irgendwas im Application-Server laufen lasse, kann unabhängig entwickeln, deployen und so weiter. Selbst dann habe ich das Problem, dass in dieser neuen, stark verteilten Struktur Herausforderungen auf mich zukommen, die es vorher in der Serverwelt gar nicht gab. Und weil es die vorher nicht gab, gibt es auch keine Lösung dafür in der klassischen Enterprise-Java-Welt. Das ist sowas wie verteiltes Configuration Management, das ist sowas wie verteiltes Logging, Tracing, also jeder Service macht irgendwas, der lebt ja im eigenen Prozess. Ich möchte das Ganze aber trotzdem als ein ganzes Tracen, Loggen, Tracen also nachverfolgen können. Ne? Also ich brauche eine verteilte Tracing-Infrastruktur wie Zipkin zum Beispiel. Die Services sollen dynamisch gestartet werden an verschiedenen Ports, sollen beliebig skalieren, das heißt, die müssen sich irgendwo registrieren. Und ich muss sie über eine Service Discovery auffinden. Also ich brauche Infrastruktur, die die APIs oder die das ganze Konstrukt Java, Enterprise Java, Java EE gar nicht vorsieht oder nicht vorgesehen hat bisher. Das ist auch ein großes Problem. Also Java EE ist für diese ganze Microservice-Welt und Cloud-Welt einfach nicht konzipiert worden, weil die Idee war, es gibt einen Server und da läuft alles drin und der übernimmt genau diese Cross-Cutting-Concerns, die wir gerade gesehen haben. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, dann vergiss doch dieses Java EE. So toll scheint das ja nicht zu sein. Weswegen überlegen wir uns überhaupt oder weswegen machen wir uns Gedanken darüber, wie kriege ich das irgendwie mit der neuen Welt verheiratet? Und der Grund ist ganz einfach, das Zeug läuft und das läuft extrem gut. Nachweislich auf Millionen von Rechnern und generiert dort für ganz, ganz viele Firmen extrem hohen Business-Mehrwert. Es ist sehr verbreitet, es ist standardisiert, das heißt, ich kann den Hersteller theoretisch wechseln. Praktisch, wer das schon mal gemacht hat, ist nicht ganz so einfach, aber theoretisch kann ich den Hersteller wechseln. Und es existiert unglaublich viel Wissen in der Community. Und das möchte ich nicht alles über Bord schmeißen. Natürlich kann ich mich mit neuen Frameworks, mit neuen Sprachen auseinandersetzen, aber dann schmeiße ich das ganze Wissen weg. Und in der EE-Welt ist es normalerweise so, wenn man in ein Problem reinläuft, ist man selten der Erste, der da reinläuft. Also man findet immer irgendeine Lösung, die schon jemand anders gefunden hat. Ob es dann die beste ist, sei dahingestellt. In anderen Welten, die ich gleich auch vorstellen werde, sieht es nicht ganz so rosig aus. Was müssen wir also dafür tun oder wie kriegen wir Java EE wieder ins Spiel für diese neuen Cloud-Microservice-ETC-Welten? Und die Idee dabei ist, das Gute beizubehalten, also Standard zum Beispiel und das Wissen der Community und da spielen ja noch andere Dinge rein wie Ease of Development oder Conventions over Configuration und. Ne? Also möglichst einfach entwickeln, kurze Turnaround-Zeiten in der Entwicklung und so weiter. Und das Schlechte, die Schwergewichtige irgendwie über Bord werfen. Das ist unser Ziel. Und dieses Problem haben natürlich ganz, ganz viele erkannt und ganz viele Lösungen sind entsprechend in den letzten Jahren und vor allem auch Monaten entstanden. Ich habe mal ein paar aufgeführt, Javelin, Micronaut, Drop Wizard, auch Spring Boot zählt letztendlich dazu. Ne? Also Spring Boot ist sozusagen der Kompromiss, wie kriege ich das Zeug in die Cloud einigermaßen standardisiert. Ich bringe gleich noch ein paar andere Beispiele. Microwave, Spark, Xtor, Quarkus, Microprofile, Helidion, IO und so weiter. Und wir sehen hier ganz, ganz viele Namen, ganz viele Logos. Die einen sagen Ihnen wahrscheinlich was, die anderen sagen Ihnen vielleicht nichts. Woran das liegt, werden wir gleich sehen. Also ich gehe mal davon aus, die wenigsten kennen zum Beispiel Xtor. Oder was Drop Wizard, okay, das könnte der eine oder andere kennen. Oder Spark oder solche Geschichten. Ne?
vom Prinzip lässt sich das Ganze so ein bisschen gruppieren und wir werden uns jetzt mal vier verschiedene Ansätze gucken, also wie die Framework-Hersteller daran gegangen sind, um das Problem Java EE, also erstmal Java überhaupt, aber Java EE in die Cloud-Native-Welt zu überführen und da sinnvolle Lösungen zu schaffen. Und der erste Ansatz ist, einfach über proprietäre APIs zu gehen. Also die Idee, spezielle APIs zu schaffen für Microservices und Cloud und das Ganze mit so einem super leichtgewichtigen Server zu verbinden. Also irgendjemand muss ja zum Beispiel HTTP-Requests entgegennehmen, um einen RESTful Call zu beantworten oder welche Aufgaben ich auch immer erledigen möchte. Und ich bringe immer pro Ansatz ein Beispiel. Ne? Also da gibt es mehrere Vertreter und wir schauen uns in diesem Fall Javelin an als ein Beispiel. Hat davon jemand schon mal was gehört von Javelin? Also ganz wenige zarthafte Finger. Nutzt das jemand in Produktion? Noch weniger Finger. Okay. Habe ich auch in etwa so erwartet. Wir sehen hier Simple Web Framework for Java und Kotlin. Also die Grundidee bei Javelin ist, dass ich mit Java oder Kotlin halt super schmale Services bauen kann. Also HTTP-Request rein und irgendwas kommt raus und eignet sich natürlich für RESTful Calls. Das Ganze basiert auf Jetty plus 3.500 Zeilen Code. Das ist alles. Das ist das gesamte Framework. Ne? Also das ersetzt meinen Application Server, den ich vorher hatte, wenn ich RESTful Services bauen möchte. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn man sich so einen Application Server anschaut, der hat 1 Million Zeilen Code. Also nur als Idee. Das Ganze ist extrem einfach. Also die API werden wir gleich kurz anschauen. Ist extrem leichtgewichtig, schnell. Und aktiv, also die Community ist aktiv. Das ist immer ganz wichtig, wenn man irgend so einen Exot sich raussucht und mit dem was machen möchte, dann muss man gucken, gibt es auch eine Community, wird die demnächst von Oracle aufgekauft und stillgelegt oder was auch immer. Ist jemand von Oracle im Raum? Also das ist eine super gute Firma, aber die haben so ein bisschen dieses Bayern-München-Prinzip. Ist hier ein Bayern-München-Fan im Raum? Also, okay, gut. Ist ein Fork von Dingen, die es vorher schon gab. Das ist jetzt hier nicht so wichtig. Aber simpel, leichtgewichtig und schnell. Das waren genau die Attribute, die wir eigentlich hören wollten. Ich habe hier APIs für RESTful Services. Das ist so der Main-Fokus von dem Framework. Und dann noch für WebSockets, Server-Send-Events, also ein bisschen mehr. Ich habe so ein Servlet-Context-Object. Das ist nicht wirklich der Servlet-Context, den man normalerweise kennt aus dem EE-Umfeld, sondern was Eigenes. Und dann noch so Validator und Converter, also wenn was reinkommt, dass es halt entsprechend konvertiert, marscheln, anmarscheln werden kann und umgekehrt. Und Access Management, weil Security im Webumfeld wichtig ist. Das sind aber alles proprietäre Lösungen. Ne? Also da kann man mit seinem Wissen, was man vorher mal aufgebaut hat, nicht viel anfangen. Die APIs muss man neu lernen. Dinge, die in diesen APIs funktionieren, funktionieren. Dinge, die in den APIs nicht funktionieren, hat man in dem Framework nicht. Ganz einfach. Und da wird man auch keine Hilfe finden, das muss man dann selber bauen. Wie sieht das Ganze aus? Ich hoffe, man kann das einigermaßen gut erkennen. Also das ist jetzt so ein Hello World Service in Javelin geschrieben und wir sehen zwei Dinge, nämlich einmal hier das Bootstrapping des Servers. Ich sage, starte den mal an 7070, an Port 7070. Ist also irgendwas Proprietäres. Und wir sehen hier die APIs, sieht man oben auch an den Imports. Also Javelin arbeitet mit sogenannten Routes. Da wird einfach gesagt, wenn ein Call, ein HTTP-GET reinkommt über den Pfad Hello, dann macht bitte Folgendes. Ne? Also das ist so die Grundidee. Also hochproprietär. Super schmal, super schlank. Das ist jetzt mal ein REST-Service, wie ein REST-Service aussehen würde. Also ich habe immer ein Hello World und REST-Service für die Beispiele. Und hier sehen wir, das Framework ist spezialisiert auf RESTful Services und ganz viele bauen halt CRUD-basierte RESTful Services. Dann liegt es nahe, dass es schon irgendwie ein Interface gibt, CRUD-Controller, was man implementieren kann. Also da gibt es dann schon entsprechende Hilfestellungen. Und dann gibt es so eine Routing-Funktion, wo ich sagen kann, vom Prinzip alles, was über Users reingeht, etwas vereinfacht gesprochen, soll in diesem Controller landen. Und da sind dann die Implementierungen für. Also extremst fokussiert auf dieses eine Problem, RESTful Services und extrem schlanke Lösung. Wenn ich das Ganze mal laufen lasse, also starten lasse, dann sehen wir hier Startzeiten. Startzeiten heißt, bis der erste Call entgegengenommen werden kann, von 250 Millisekunden. Und das ist, finde ich, wenig. Ne? Also das ist wirklich nicht viel.
wenn man das mit so einem Application-Server vergleicht. Und noch cooler, der ganze Service, also das ist ja eigentlich ein Fat Jar, wenn wir das mal so mit dem normalen Sprachgebrauch vergleichen. Das ganze Fat Jar ist 5 MB groß. Und das ist nichts. Ne? Also wenn man das mit, ich bringe gleich noch andere Beispiele, mit klassischen Lösungen vergleicht. Also da haben wir deutlich über 100 MB. Das ist schon was, wo ich sage, für die Cloud super gut geeignet. Für Serverless jetzt nicht unbedingt. Also wenn ich jedes Mal 250 Millisekunden warten müsste, bis mein Serverless, meine Serverless-Function überhaupt angetriggert wird, die muss dann ja auch noch arbeiten, das wäre zu lang. Ne? Also die Payment-Einheiten sind meist 100 Millisekunden. Das heißt, ich hätte schon 2,5 Payment-Einheiten, bevor ich überhaupt Business-Logik abgearbeitet habe. Und ich möchte keinem zumuten, für jeden einzelnen Call so lange warten zu müssen. Das wäre also zu lang. Aber ansonsten für die Cloud, wenn ich mir vorstelle, on the fly über Kubernetes mal ein paar Instanzen dazu zu bauen, da würde das funktionieren. Ja, Vorteil dieser API, also dieser Variante, Entschuldigung, also Java Lean war ja nur ein Beispiel. Vorteil dieser Variante, also das, was wir auf der Haben-Seite haben, ist einmal extrem schnell und extrem schmal, wie wir gerade gesehen haben. Immer im Vergleich zu, ich nutze zum Beispiel Spring oder Java EE im klassischen Runtime, in der klassischen Server Runtime. Vorteil ist, die API ist super spezialisiert, dadurch ganz, ganz einfach zu nutzen, also ein paar Zeilen Code und ich habe meinen Service. Das ist aber auch der Nachteil, ne? Das Hochproprietäre. Also ich kann A, mein Wissen nicht weiterverwenden und die Funktionalität ist sehr eingeschränkt, nämlich genau auf diese paar Features, die normalerweise einen RESTful Service aufmachen. Was wir hier auch gesehen haben, Mikro versus Makro, das Framework ist extrem gut, um einen einzigen Service zu bauen. Aber normalerweise kommt so ein blöder Microservice nicht allein, sondern der bringt immer ein paar Kumpels mit und die wollen dann in der Cloud miteinander reden und dann fällt mal einer aus, dann brauche ich sowas wie Resilience Patterns und wir haben gerade schon über dieses Tracing, also verteiltes Logging, verteiltes Tracing gesprochen, Metriken, Health Check und, was alles bei diesen Services dazugehört. Das bringt dieses Framework nicht mit, das bringen vielleicht andere Frameworks mit, also das hängt stark von dem Framework ab. Je mehr die mitbringen, desto mächtiger und größer werden die natürlich auch. Und dann haben wir ganz andere Startzeiten. Das werden wir gleich noch an einem Beispiel sehen. Also irgendwie nette Sache, aber nicht so richtig gut geeignet. Zweiter Ansatz, weniger ist mehr. Hier ist die Idee, keine proprietären APIs, sondern standardisierte APIs, aber alles weglassen. Ich habe gerade schon über Visualisierung gesprochen. Wenn ich keine Visualisierung brauche, weswegen soll ich JSF, JSP, JSTL, UL und solche Dinge nutzen. Und also alles Unnötige weglassen und dann vielleicht noch so ein paar proprietäre Erweiterungen dazu bringen für diese Spezialthemen, die es in der Cloud und im Microservice-Umfeld halt gibt. Auch hier mal ein Beispiel, Microwave, kennt das jemand? Aus dem Apache-Umfeld, ist eigentlich ein ganz interessantes Projekt, nämlich deshalb, weil es auf Standards aufsetzt. Also die Idee ist hier zu sagen, man nimmt einen Tomcat-Servlet-Container, etwas modifiziert, hat dann verschiedene APIs aus dem Apache-Umfeld, CDI, JAX-RS und JSONP, JSONB über Johnson. Und geht davon aus, das reicht eigentlich schon, um so einen klassischen Webservice aufzubauen, im Standard. Ne? Also ich habe jetzt nichts Proprietäres, sondern ich bewege mich im Java EE-Standard an der Stelle. Zusätzlich gibt es noch Extensions, nämlich JPA, JTA. Das sind sozusagen Zwischenschichten, um halt JPA-Implementierungen wie Hibernate oder sonst irgendwas gut nutzen zu können. Sowas wie OAuth2 und Let's Encrypt und Monitoring und Testing. Und Monitoring und Testing in verteilten Umgebungen, das sind halt diese Spezial-APIs, die der EE-Standard überhaupt nicht vorgesehen hat, weil ich da eben nicht in einer verteilten Welt bin, die jetzt aber plötzlich dazukommen, ne? Von der Idee her. Auch hier mal kurz geschaut, wie sieht ein Hello World aus? Ich habe hier wieder so ein proprietäres Bootstrapping, dass ich sage, Microwave einmal aufziehen und dann Bake und Await, das heißt einmal zusammenbasteln sozusagen und dann warten, bis das Ding läuft. Und da kann man normalerweise ganz, ganz viel, also in der Fluent API ganz, ganz viel Konfiguration noch angeben. Das habe ich jetzt hier weggelassen, das ist PowerPoint-Programmierung, da muss immer alles auf eine Folie passen. In Wirklichkeit würde das ein bisschen anders aussehen, ne? Also ein bisschen mehr da stehen. Und hier unten sehen wir dann das eigentliche Hello World Get, wie wir es kennen. Also wenn wir die Imports sehen würden, sehen wir das in reine Java EE Imports, also Java X. Produces Media Type Text Plain, kommt irgendwas rein und dann sage ich Hello Microwave oder Microwave
kommt wieder raus. Also abgesehen von diesem Bootstrapping ist es klassisch JAX RS. Das Bootstrapping kann ich auch weglassen, wenn ich den integrierten Bootstrapper nehme, also das und die Konfiguration auslagere. Ich muss das nicht so programmieren, wie wir es gerade eben gesehen haben. Und dann habe ich hier wirklich nur standardisierte Imports. Das wäre jetzt ein klassischer RESTful Service und hier sehen wir auch nur CDI und JAX-RS mit JSONP und JSONB im Hintergrund und wir sehen hier sowas zum Beispiel wie das Inject an der Stelle, ne? Also das Java EE oder das Enterprise Java Inject, also das ist auch nichts Proprietäres, unten kommt halt, wird JSON rausgepumpt und wir sehen das Response da, also das sind alles Dinge, die uns die Standard-APIs mitbringen. Also ich bewege mich 100% im Standard. Und wenn wir hier mal schauen, 450 Millisekunden, nicht Milliliter, und 10 MB, also in etwa doppelt so oder halb so schnell, wie das, was wir gerade eben bei Javelin gesehen haben, und 10 MB doppelt so groß, aber ehrlich gesagt 10 MB versus 100, das ist immer noch ein super kleines Paket. Ne? Also es ist extrem schnell am Start, super kleines Paket, das Ganze. Also auch das eine Lösung, wo man sagt, mit der kann ich eigentlich gut leben in der Cloud, im Standard, also nicht mehr proprietär, wie wir es gerade eben gesehen haben. Ich bewege mich im Standard, das ist der große Vorteil. Auf der Haben-Seite, auf der Negativ-Seite haben wir wieder dieses Mikro versus Makro. Also wir haben zwar gesehen, Authentication habe ich da drin und Monitoring, aber das ist auch alles. Ne? Also da es gibt noch viel, viel mehr Probleme. Wir haben gerade über Service Discovery und Service Registry gesprochen, über Resilience Patterns und Sonstiges. Dafür gibt es keine APIs. Also da muss ich das Ganze wieder erweitern. Dann wird das Paket entsprechend größer und da bewege ich mich plötzlich aus dem Standard raus. Und wir haben gesehen, das Bootstrapping ist so ein ganz eigenes Bootstrapping gewesen. Und um performant damit arbeiten zu können und zu wollen, muss man das auch entsprechend nutzen. Also da kommt man nicht drum rum, dieses Hello World, wie ich es gerade gezeigt habe, das nutzt so kein Mensch. Also in Wirklichkeit macht man da tatsächlich eine Menge Bootstrapping. Auch da bin ich wieder stark proprietär. Ist aber schon eine gute Lösung. Weil ich, also wenn ich es richtig aufbaue, Separation of Concern, 90% meiner Klassen rein standardkonform habe und dann im Zweifelsfall immer noch in andere Welten migrieren kann, das ist ja auch wichtig. Also bei Javelin wäre es so, wenn ich irgendwann merke, das Framework bringt mich nicht weiter, also bei den 100% proprietären Frameworks, dann muss ich halt from the scratch alles neu aufbauen. Hier könnte ich sagen, irgendwie habe ich mich hier verrannt, ich will doch wieder Richtung Application Server oder wir werden gleich noch ein anderes Beispiel sehen. In eine andere Richtung gehen, dann muss ich aber, wenn ich Microwave nutze, überschaubar viel Aufwand betreiben. Ne? Das ist eigentlich schon eine gute Sache. Okay, den dritten Ansatz habe ich mal Extended Minimalized Standard genannt. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber ich dachte, irgendwas muss da jetzt stehen, was so zu den anderen passt. Und hier ist die Idee zu sagen, ich nutze Standard-APIs, wie wir es vorher auch hatten. Ich lasse unnötige Sachen weg. Also bei Microwave, ich habe es jetzt nicht nochmal extra betont, aber es ist natürlich viel weniger als der Java EE Standard, was wir da gerade gesehen haben. Es waren einige wenige APIs plus diese Extensions und das ist ein Bruchteil von dem gesamten Standard. Ne? Und das ist auch hier wieder der Ansatz, zu sagen, Standard-APIs nutzen, Dinge, die ich nicht brauche, weglassen oder optional machen. Also wähl dir das aus, was du brauchst und anders als bei dem Ansatz gerade eben, Cloud und Microservices haben besondere Herausforderungen und dafür zusätzliche Lösungen schaffen und anbieten, die natürlich smooth miteinander arbeiten. Also das soll nicht jeder irgendwie selber integrieren müssen. Und nicht jeder soll die 50 verschiedenen Konfigurationen in YAML und Property-Dateien und XML und was es alles geben mag, getrennt pflegen, sondern das soll so ein einheitliches Bild aus Sicht der Entwicklung und der Usability ergeben. Und da ist sicherlich der prominenteste Vertreter das Microprofile. Das ist wahrscheinlich schon bekannter als Javelin, würde ich von ausgehen. Wer hat schon mal mit dem Microprofile, also wer hat davon schon mal was gehört? Wer hat damit schon gearbeitet? Und wer hat damit irgendwas produktiv am Laufen? Werden immer weniger. Okay. Andersrum wäre es auch ein bisschen komisch, ne? Aber passt.
Ganz interessant, also wir sind jetzt schon in der Version 3.1 und jedes Mal, wenn ich irgendwas darüber erzähle, muss ich die Slides updaten, weil die Release-Zyklen so kurz sind. Also 3 bis 4 im Jahr. In den letzten Jahren haben sich immer so 3 etabliert. Da muss man immer gucken, also jetzt gerade 3.1 vor wenigen Wochen veröffentlicht worden. Was ist hier die Idee? Ich habe hier einmal ein kleines Zitat gebracht von der Homepage, also ein Open Forum to Optimize Enterprise Java for Microservice Architecture by Innovating Across Multiple Implementations and bla bla bla. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtig ist Optimierung von Enterprise Java für Microservices und Cloud. Also genau das, was wir eigentlich wollen. Und Innovating across multiple implementations. Also es gibt nicht nur einen, der das umsetzt. Also ich bin nicht nur von einem Hersteller abhängig, sondern es gibt mehrere, die das umsetzen. Das ist dann nicht unbedingt ein Standard, aber ein de facto Standard oder Industriestandard, wie man immer so schön sagt. Also ich laufe nicht in das Vendor-Lock-Problem rein, wie bei den Lösungen, die wir bisher gesehen haben. Die Idee ist, ich habe zum einen ausgewählte APIs aus dem Java EE, also aus dem Jakarta EE beziehungsweise aus dem JEE-Umfeld und das sind CDI, JuxOS, JSONP und JSONB und dann dedizierte APIs, die sich um die Probleme der neu entstandenen Probleme der Microservices-Welt und Microservices-Architektur kümmern. Also Probleme, die ich vorher im Monolithen in einem Server nicht hatte, die erst dadurch entstehen, dass ich plötzlich in verteilten Welten lebe. Und das ist sowas wie ein verteiltes Configuration Management, das ist sowas wie Resilience Patterns, Security, also verteilte Security über JET Tokens, das ist sowas wie verteiltes Monitoring, also Tracing, Logging und so weiter. Und da kommen noch einige andere Themen dazu. Ich habe mal hier eine Übersicht gebracht der aktuellen APIs. Also wir haben sowas wie Health Checks, wir haben sowas wie Metriken, wir haben sowas wie Open API, also dass ich Swagger Dokumentation damit erzeugen kann, beziehungsweise über Swagger Oberflächen auch generieren kann, über die ich dann direkt Testcalls absetzen kann. Unten sehen wir JSONP, JSONB, JuxRS, CDI, Open Tracing, Fault Tolerance, das war die API für Resilience. Also für die ganzen Problemfälle, die auf einen zukommen werden in der Welt, habe ich dann fertige Lösung. Und da gibt es noch so schöne rundum sorglos Konfigurationstools, wo ich sagen kann, ich möchte in der Microprofile-Version 3.0 mit der Implementierung XYZ, in diesem Fall Thorntail von Red Hat ausgewählt und den folgenden APIs schon mal eine Demo-Applikation erzeugt, also ein Applikationsgerüst erzeugt bekommen. Und das hilft tatsächlich beim Einstieg extrem. Ne? Also wenn man sonst rumwühlt, was ist die richtige Gradle oder Maven-Konfiguration, um loszulegen und dann irgendwie doch wieder was vergessen hat an Dependencies, da kriegt man hier einen guten Einstieg. Am Ende geht man da nochmal dran und modifiziert das, bevor man das in Produktion gibt, aber für den Einstieg ist das gut. Die Grundidee, die ich gerade eben ja schon kurz erwähnt habe, ist, dass es eine Spezifikation gibt, die ist bei der Eclipse Foundation aufgehangen. Da kann man von ausgehen, die werden wahrscheinlich nicht in 1 oder 2 Wochen sagen, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, sondern das hat eine gewisse Zukunft, eine gewisse Langfristigkeit. Und mehrere oder viele Implementierungen, sowas wie Thorntail, Open Liberty, Tommy, Payara, Smallray und so weiter. Einige kennt man davon sicherlich, hat man schon gehört, andere sind vielleicht eher unbekannt, aber nur so von der Idee her, also knapp 10 Implementierungen gibt es da. Hat eben den Vorteil, wenn man mit dem einen Hersteller nicht so zufrieden ist oder der aufgekauft wird von irgendeinem anderen, dann hat man zumindest noch die Chance zu wechseln. Auch hier einmal kurz angeschaut, wie sieht das Ganze aus? Hello World, Pure JuxRS. Und wie starte ich das Ganze? Ich habe da so ein Fat Jar, was am Ende rauskommt und sage Java Jar, Hello World, Fat Jar. Oder alternativ hier der REST Service, wer sich so ein bisschen mit JuxRS auskennt, auch hier und den anderen APIs, die ich gerade genannt habe, auch hier Pure Standard, ne? Also nichts Proprietäres an der Stelle. Nun habe ich ja gesagt, es gibt so ein paar Zusatz-APIs, da will ich einen kurzen Eindruck von geben, dass man so ein Gefühl davon hat, wie mächtig sind die. Es soll jetzt kein
Micro-Profile-Tutorial werden und auch kein Micro-Profile-Vortrag. Da gibt es etliche, glaube ich, auf der Konferenz, sondern einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und hier mal als Beispiel Health-Checks. Also die Idee ist, es gibt Readiness- oder Liveness-Health-Checks. Also ich gucke, lebt der Service schon? Und wenn er lebt, kann ich Calls gegen ihn, also Liveness lebt der, Readiness kann ich Calls gegen ihn schicken. Und das Einzige, was ich machen muss, ist eine Annotation ranbringen. Das sehen wir oben, Readiness oder Liveness. Dann ein entsprechendes Interface implementieren, hier Health-Check. Und das gibt irgendwas zurück. Ich lebe oder ich lebe nicht. Und da kann man verschiedene Sachen abtesten, wie ist meine Datenbank verfügbar, lebe ich generell und. Und das kann ich dann abfragen von außen, in der Regel über Tools, also zum Beispiel über Kubernetes oder irgendwelche anderen Management-Plattformen, also M2M, frage ich den Call ab, kriege einen Up oder Down zurück und je nachdem, was ich zurückkriege, starte ich zum Beispiel Instanzen neu durch oder skaliere oder. Ne? Das ist die Grundidee. Timed, hier sind wir bei Metrics. Health-Check geben nur zurück, ich lebe oder ich lebe nicht. Und die Idee ist, ich kann mehrere Health-Checks implementieren pro Service und das ist eine Unverknüpfung, also nur wenn alle sagen, ich lebe, dann lebt der Service und wenn einer sagt, ich lebe nicht, dann lebt der Service halt nicht. Bei Metrics ist eher die Idee zu schauen, schaukelt sich irgendwas auf im Laufe der Zeit, das heißt, ich sammle über eine Zeit hinweg Informationen, also zum Beispiel Response-Zeiten oder wie oft bestimmte Funktionen aufgerufen werden, da gibt es jede Menge Metriken. Und die kann ich mir dann punktuell anschauen oder über einen zeitlichen Verlauf. Und auch da hören normalerweise Maschinen drauf, also irgendwelche Toolings, die daraufhin dann zum Beispiel auch neue Instanzen starten oder einen Service mal durchstarten. Oder mir einfach nur einen Alarm schicken und sagen, hey, irgendwas funktioniert da nicht. Ich kann diese Metriken auch selber bestimmen. Also ich könnte auch eine Business-Metrik da reinbringen, zum Beispiel wie viel Checkouts in der letzten Stunde oder wie viel Umsatz habe ich generiert in der letzten Stunde. Und wenn der null ist, dann kann ich mir schon vorstellen, mein letzter Hotfix hat vielleicht einen kleinen Fehler gehabt. Hier sind wir beim Thema Resilience, auch ganz wichtiges Thema. Ein Service ruft einen anderen auf und der antwortet nicht. Ne? Wie soll ich damit umgehen? Also was soll ich machen? Oder klassisches Pattern, ich rufe ihn einfach normal auf nach einem gewissen Timeout. Oder wenn alles nicht funktioniert, rufe ich einen Fallback auf. Und genau das sehen wir hier. Der sagt hier oben, nach einem Timeout von X, also man könnte jetzt noch ein Retry reinbringen, also versuche es nochmal und dann am Ende landet er im Fallback und sagt, dann ruft was ganz anderes auf, also zum Beispiel eine andere Methode, einen anderen Service. Und in meinem Fall versucht er alle User aus der Datenbank zu lesen und aus irgendwelchen Gründen geht das nicht und wenn das nicht geht, dann nimmt er halt die aus dem Cache, weil er sagt, die haben wahrscheinlich noch einen einigermaßen aktuellen Status. Eventuell geht er auch erst an Service A, versucht da irgendwas zu erreichen. Wenn der nicht antwortet, geht er an Service B. Und das sind tatsächlich alles praktische Probleme, die sich in der verteilten Welt ergeben, wo halt MicroProfile Lösungen für gefunden hat. Hier sehen wir tokenbasierte Authentication, wo ich einfach nur sage, wo ich mir hier das Token injecten lasse und dann aus dem Token Werte rausziehen kann. Im Java-E-Umfeld kann ich noch weitergehen und quasi über das Token abfragen, ob der User in bestimmten Rollen ist, also mit den klassischen Java-EE-Security-APIs arbeiten. Achso, das habe ich hier sogar, hier sieht man das. Ne? Also Roads Allowed Admin und wenn ich jetzt die Imports sehen würde, dann würde ich sehen, das sind halt ganz normale Java-EE-Imports, Roads Allowed Admin User und dann mach bitte irgendwas. Okay, das soll nur exemplarisch sein, also ich habe APIs, die deutlich über die Standard-APIs hinausgehen und die genau die Probleme adressieren, die ich halt im Umfeld von Microservices habe, also im Umfeld von verteilten Systemen. Wenn wir uns hier mal die Startzeit anschauen, das ist jetzt nur ein Beispiel einer Microprofile-Implementierung, die anderen sind aber ähnlich. Ich glaube, das hatte ich hier mit dem, Thorntail gemacht, also der Red Hat-Implementierung. Aber wenn ich das jetzt mit Open Liberty gemacht hätte oder so, wären die Zahlen ähnlich gewesen. Und man sieht hier 1600 Millisekunden, 80 MB. Nochmal zur Erinnerung, Javalin waren 250 Millisekunden und 5 MB. Also das ist jetzt schon viel, viel mehr, ne, an der Stelle.
Und das ist von diesem kleinen RESTful Service, den ich habe, also der macht eigentlich nicht viel. Da habe ich auch nur einen Bruchteil der Microprofile APIs mit eingebunden. Also wenn ich mehr einbinden würde, würden die Zahlen noch schlechter sein. Und da bin ich fast schon in der Nähe von den Zahlen, die ich bei einem normalen Application Server habe. Da liege ich vielleicht bei 5-6 Sekunden und bei einem Paket von knapp über 100 MB, 100-150 MB, je nachdem, welchen Server ich nehme. Also das sind jetzt keine Benchmarks auf irgendwelchen High-Performance-Rechnern, sondern das ist auf meinem Rechner hier gewesen. Es geht nur darum, das untereinander vergleichen zu können. Ne? Also das wird natürlich auf einem produktiven Server entsprechend schneller sein, aber so von der Idee her Faktor 4 zu Javalin. Also die Frage, ich wiederhole die Frage kurz, auf welchem System, welche CPU, wie viel RAM und so weiter das Ganze ausgetestet wurde, das habe ich auf meinem Rechner hier gemacht, die Messung. Ne? Also es ist auch nicht repräsentativ, also ich habe jetzt nicht 100 Calls gemacht oder 1000 und dann geguckt, was der Mittelwert, sondern ich habe dreimal drauf gedrückt und wenn ich das Gefühl hatte, der Wert ist in etwa stabil, dann habe ich da mal einen Screenshot von gemacht. Es geht eher um den Vergleich der verschiedenen Systeme untereinander oder Dienste untereinander. Das ist nur der Start, nicht das Bauen. Ne? Also bei allen Beispielen ist es wirklich, das Ding ist gebaut und dann starte ich es. Also wie lange dauert dieser Boot-Prozess? Also man sagt, bis der erste Call bereit wäre. Und da ganz kurz eben die Folie abschließen. Also wir sehen hier, eigentlich bin ich schon auf dem richtigen Weg. Also ich bin im Standard. Ich erledige sowohl die Mikro- als auch die Makro-Problematiken. Das ist noch einigermaßen schmal, schnell und flexibel. Schmal und schnell hängt aber extrem davon ab, wie viel ich da reinpacke. Wie viel ich da reinpacke, heißt je mehr, desto, also welche Funktionalität ich tatsächlich aus dem Microprofile nutze. Wenn ich den Full Stack aus dem Microprofile nutze, dann ist es halt entsprechend groß. Wenn ich noch zusätzliche Libraries einbinde, die irgendein Voodoo machen oder irgendwas Zusätzliches machen, weil ich die brauche, in meiner Applikation, also Bildmanipulation oder sonst was, wird es halt entsprechend größer, das Ganze. Ne? Und dann bin ich schon irgendwie wieder Richtung Application Server, was die Startzeiten angeht. Da war noch eine Frage. Ich wollte noch fragen, zu all den Zahlen jetzt, speichern, Verbrauch oder was, da kommt ja noch das JDK dazu in allen. Genau. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ist aber ein guter Punkt, also wie sind diese Zahlen überhaupt zu bewerten? Also wann brauche ich das oder wann brauche ich das nicht? Okay, wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Beispiele, die wir bisher gesehen haben. Ich habe immer geschaut, was ist die Geschwindigkeit und wie stark, wie dicht bin ich am Standard? Und scheinbar ist es so, dass ich entweder schnell bin, aber hochproprietär, also schnell und klein, das setze ich jetzt mal als eins sozusagen, schnell und klein. Und dafür hochproprietär, Beispiel Javalin, und kann dann auch gar nicht so viel, also flexibel bin ich dann vielleicht nicht so. Oder ich bewege mich im Standard, dann bin ich aber eher träge und langsam, etwas sehr plakativ gesprochen. Und auch wenn die Framework-Hersteller bzw. die Implementierung, gerade im Microprofile, da schon etliche Tricks anwenden, dass sie tatsächlich gucken, was brauchst du überhaupt aus dem Microprofile? Was wird tatsächlich zur Runtime benötigt? Also über Scanning gucken die vorher, okay, braucht er das? Ja, nein, dann binde ich es vielleicht doch nicht ein, obwohl er sagt, er braucht es. Also schon versuchen da einiges an Optimierungen mit reinzubringen. Ist es immer noch überschaubar oder ist es immer noch recht groß? Und wo ich ja eigentlich hin möchte, ist, dass ich mich im Standard bewege und trotzdem schnell bin. Ne? Also ich möchte das jedenfalls. Das heißt nicht, dass jeder andere auch sich im Standard bewegen möchte, aber ich möchte mich gerne im Standard bewegen in einer Welt, in der ich mich auskenne, wo ich eine große Community habe, wo ich eine gewisse Herstellersicherheit habe, also kein Vendor-Lock und auf ganz viel Wissen zurückgreifen kann. Aber trotzdem möchte ich natürlich schnell sein. Und wenn wir uns mal anschauen, was war eigentlich nochmal das Problem oder weswegen ist das so langsam, wenn ich so viel reinbringe? Und ich habe heute schon ganz kurz gesagt, das Tolle an diesem Standard ist ja unter anderem auch Ease of Development und Convention over Configuration und Convention over Code. Also man hat sich jahrelang überlegt, wie kriege ich den Standard so hingebogen, dass er möglichst einfach zu benutzen ist. Und möglichst einfach zu benutzen
Das sind zum Beispiel diese ganzen Annotationen, Inject und solche Dinge. Die machen den Code extrem, extrem schlank, extrem gut lesbar, extrem übersichtlich für den Entwickler. Zur Laufzeit ist das aber ein Todesurteil, ne? Oder zur Startzeit, weil das ist der Flow, der abgeht in dem Moment, wo meine Applikation hochfährt. Da wird geschaut, hey, wo sind denn überall Annotationen dran? Was sind das denn für Annotationen? Wo gehören die zu? Mit wem arbeiten die zusammen? Und da kann man sich vorstellen, das dauert ein bisschen, bis ich meinen ganzen ClassPass durchgescannt habe. Also selbst wenn ich sage, du in dem Bereich brauchst du nicht schauen, da sind garantiert keine. Der restliche ClassPass wird durchgeschaut. Das dauert relativ lange. Da wird sehr, sehr viel Magie betrieben, sehr viel im Hintergrund aufgebaut, also Bienenmanager und. Und ich brauche dafür natürlich auch ein Framework, was dieses Scanning vornimmt. Ne? Also die ganzen Klassen, die dafür zuständig sind, zu gucken, was sind da für Annotationen, sich die merken, die Abhängigkeiten merken und. Die brauche ich ja nur, weil ich diese Annotationen habe und zur Laufzeit auflösen möchte. Und das ist das, was unser System zur Startzeit so extrem langsam macht und was es auch künstlich aufbläht. Also die Dynamik, die uns das Enterprise Java Framework bietet oder schenkt, die ich aber häufig zur Laufzeit gar nicht nutze oder nicht brauche. Und das ist genau die Idee des vierten Ansatzes. Ich habe den mal Voodoo genannt. Genau diese Dynamik, also da, wo ich sie nicht brauche, genau diesen Overhead aus der Startzeit, also aus der Bootzeit, in die Compilezeit, in die Buildzeit zu verlagern. Weil genau das, was ich da mache und gucke, hey, wer arbeitet denn mit wem zusammen, sind alle Abhängigkeiten aufgelöst und da ersetze ich mal das Interface durch die konkrete Klasse, weil das ist ja die Abhängigkeit, die da gegeben ist. Einen ganz, ganz großen Teil davon kann ich auch zur Buildzeit machen. Hier ist ein Zitat von einem Kollegen von Red Hat und der sagt so sinngemäß, ich habe mir das mal angeguckt und war mit meiner Bootzeit nicht zufrieden und die Idee ist, wir müssen das Ganze schneller machen. Und da kommt Quarkus ins Spiel. Also Quarkus ist nicht der einzige Vertreter, der in die Richtung geht. Es gibt auch andere Vertreter, wie zum Beispiel Micronaut oder Hildion. Aber das ist der einzige Vertreter, der auf Standard-APIs setzt. Deshalb habe ich den sozusagen hier repräsentativ ausgewählt. Wer hat von Quarkus schon mal was gehört? Da sieht man, die haben extrem gutes Marketing. Ne? Wer hat damit schon mal was gemacht? Auch schon einige. Und wer hat damit was produktiv am Laufen? Das sind wenige. Das ist, die sind aktuell in der Version 0.2.7.1, es sei denn, die haben in den letzten 7 Minuten wieder was geändert, was durchaus wahrscheinlich ist. Es ist aber schon tatsächlich production ready. Also wir haben in einigen Projekten Quarkus im Einsatz und auch tatsächlich migriert aus bestehendem Standard Microprofile Code hin in diese Quarkus Welt. Die Grundidee hier bei Quarkus ist, ich habe das mal die vier goldenen oder die vier Quarkus Voodoo Regeln genannt. Die erste ist, sei möglichst schmal und schnell. Das ist ja das Ziel, was wir haben wollten. Ne? Also Quarkus ist angetreten. Ach so, Entschuldigung, das habe ich natürlich vergessen hier in meiner ganzen Euphorie. Hier steht sowas wie A Kubernetes Native Java Stack Tailored for GraalVM and OpenJDK Hotspot Crafted from the Best of Breed Java Libraries and Standards. Also mehr geht nicht. Und da steht ja auch noch Supersonic und Subatomic. Also schnell, klein, Standard und Cloud-Native. Besser geht's nicht. Ne? Also eigentlich hätte ich auch die ganzen anderen Sachen weglassen können, gleich damit anfangen. Aber das ist genau das, was wir haben wollten. Und die erste Regel ist, sei schnell und sei klein und schnell. Und wie machen die das? Indem die halt den Bildschritt, den Compile-Schritt ein bisschen ergänzen und sozusagen diese ganze Dynamik, die ich eh nicht brauche, raushauen und durch statische Klassen ersetze. Ne? Also als hätte ich per Hand dann schon die Klassen da reinprogrammiert, anstatt diese ganzen tollen Annotationen zu nehmen. Also zur Entwicklungszeit habe ich weiterhin Ease of Development, Convention over Code, Convention over Configuration und fühlt sich ganz toll an. Aber zur Laufzeit kommt da was ganz anderes bei raus. Dadurch startet es aber viel, viel schneller, weil dieser Lifecycle, den wir gerade gesehen haben, dieser Annotation Processing Lifecycle, der fällt fast komplett weg. Power of Standards. Anders als zum Beispiel Javalin oder die anderen Frameworks oder auch Micronaut, also was auch ein super Framework ist, unbedingt mal anschauen,
Anders als die Frameworks, die bisher angetreten sind, die Systeme schneller und schmaler zu machen, setzt man hier auf Standards. Also die Idee ist nicht, wir erfinden das Rad neu, um schnell und schmal zu werden, sondern wir nehmen Standards, die es eh schon gibt, Java EE, Microprofile, aber wir haben auch sowas wie Vertex, Kafka, AWR, was habe ich denn, Apache Camel, Elasticsearch, Flyway, Neo4j, ActiveMQ, AWS Lambda und so weiter. Also Standards, die in dieser Cloud-Native-Welt extrem wichtig sind, also um die man eigentlich auch nicht herumkommt. Ne? Und da haben die sozusagen deren Libraries genommen und die ein bisschen manipuliert, dass sie halt in dieses Schema passen zur Build-Zeit, die dynamischen Dinge raushauen und durch statische Dinge ersetzen. Also für den Programmierer fühlt es sich genauso an, als wenn er in den Standards programmiert. Unter der Haube sind das natürlich dedizierte Libraries. Also das sind nicht die echten Kafka-Libraries, das sind nicht die echten Microprofile-Libraries, also die originalen Microprofile-Libraries, sondern erweiterte bzw. leicht modifizierte. Minimize Development Turnaround Time, Spark Joy for Developers. Also der Entwickler will ja auch Spaß haben an der ganzen Geschichte. Und auch das werde ich, wenn wir gleich noch Zeit haben, werde ich das einmal live zeigen. Auch das haben die extrem gut hingekriegt. Also für den Entwickler, A, der bewegt sich in der Standardwelt. B, ich habe unglaublich viele APIs direkt schon im Zugriff, die ich garantiert in der Cloud-Native-Welt brauche, also von denen wir gerade gesprochen haben. Also 80% von dem, was ich typischerweise brauchen werde, ist schon da. Und es gibt so einen Extension-Mechanismus. Wenn Dinge noch nicht da sind, die ich dringend brauche, dann kann ich eine eigene Extension schreiben. Die eigene Extension, das muss man sich so vorstellen, ich bereite die externe Library, die ich nutze und die bisher noch nicht zur Verfügung gestellt wurde, dafür vor, dass sie halt in dieses Build-Time-Annotation-Processing reinpasst. Da gibt es so ein paar Regeln, wie man das macht und darüber kann ich dann eine eigene Extension schreiben. Und die haben ein Hot Deployment, was ich gleich zeigen werde. Also ich kann fleißig an meiner Applikation rumbasteln und die wird im Hintergrund irgendwie neu deployed die ganze Zeit. Und ich brauche halt kein Maven Build, also kein Maven Package oder irgendwas machen, 5 Sekunden warten, 3 Sekunden warten, sondern das geht on the fly. Also für den Entwickler extrem attraktiv. Auch hier super Marketing, ne? Also jeder kannte das schon, kaum einer hat damit gearbeitet. Für den Entwickler extrem leicht, also extrem gut mit zu arbeiten. Und die haben es von Anfang an verstanden und geschafft, einen breiten Range an APIs zur Verfügung zu stellen, die ich nutzen kann, die ich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit brauchen werde. Und das habe ich in den meisten anderen Frameworks nicht. Also da laufe ich sehr schnell in das Problem rein, hey, ich komme jetzt nicht weiter und dann muss ich selber Hand anlegen und das will ich normalerweise nicht. Und das Ganze geht noch ein bisschen weiter, be even smaller and faster, über Ahead-of-Time-Compilation. Also über die Graal-VM bzw. Substrate-VM bin ich in der Lage, ein Native-Image zu erzeugen aus dem, was ich da gebaut habe. Das dauert ein bisschen, also während ein normaler Compile-Vorgang vielleicht 5 Sekunden dauert, dauert dieses Native-Image-Bauen 2-3 Minuten auf meinem Rechner für so einen ganz normalen Microservice. Aber dann habe ich einen rattenschnellen Microservice, wie wir gleich sehen werden. Also jetzt kann man natürlich sagen, Native Image, hey, wir sind doch Java. Also wir haben uns ja extra überlegt, wir machen Java, damit wir überall laufen. Also write once, run anywhere. Den Bedarf habe ich in der Cloud-Welt bzw. in der Container-Welt nicht mehr unbedingt, weil ich da von der Entwicklungsmaschine bis zur Produktion sicherstellen kann, dass ich auf ein und derselben Umgebung laufe. Ne? Also deshalb, wenn ich irgendwann im Bildzyklus sage und jetzt mache ich daraus ein Native Image, ist das nicht unbedingt negativ zu bewerten, wenn ich andere Vorteile dadurch gewinne. Und wir werden hier gleich sehen, ich habe einen Vorteil von einem Geschwindigkeitszuwachs Faktor 100 oder irgendwas in der Richtung. Also lohnt sich schon. Also hier nochmal zusammengefasst, Grundidee auf führende APIs und Frameworks setzen und auf Standards. Und das ist eben sowas wie Microprofile, Netty, Vertex, Apache Camel und etliche andere, die hier unten noch stehen. Dependency, Auflösung zur Compile-Build-Time und nicht zur Startup-Time. Dadurch ist halt diese Startup-Time extrem verkürzt. Kurze Turnaround-Zeiten via Development-Mode, also der Developer soll Spaß haben beim Entwickeln und nicht permanent warten müssen, dass irgendwas gebildet wird. Deshalb sieht der klassische Entwicklungszyklus hier auch nicht so aus, dass ich nach 3 Zeilen Code immer ein Native-Image baue, nur um das schnell starten zu können,
Das dauert viel zu lang, sondern ich bewege mich normalerweise in diesem Development-Mode. Und wenn ich ins Testing gehe, wechsle ich in den Produktiv-Mode. Also das dauert ein bisschen länger, kommen aber kleinere Images bei raus. Und irgendwann, wenn ich meine, das ist Production-Ready, gehe ich in den Native-Mode über, wenn überhaupt. Ne? Native Container-Images mit KVM. Okay, hier nochmal aufgezeigt, wie das aussieht. Also ich habe meine Klassen, die werden dann nochmal in einem zusätzlichen Compiler-Schritt durch Quarkus in ein optimiertes Jar überführt. Und das kann ich entweder ganz normal mit OpenJDK oder ein JDK laufen lassen oder halt über die GraalVM nochmal in ein Native Executable bauen. Auch das schauen wir uns mal eben ganz schnell an. Also wie wir hier sehen, reiner Standard, Pure Jux bzw. Pure Microprofile. Und ich habe hier einfach mal die Microprofile-Folien kopiert sozusagen, nur mit einem anderen Package, hoffe ich jedenfalls. Ach nee, Package sieht man hier ja gar nicht. Also da habe ich es tatsächlich kopiert. Und das läuft tatsächlich 1:1, was wir gerade beim Microprofile gesehen haben, 1:1 so in Quarkus oder mit Quarkus. Was unter der Haube läuft, ist natürlich was anderes. Ne? Also wie gerade schon gesagt, ich binde Microprofile-APIs an. Das sind aber nicht die Microprofile-APIs, die ich normalerweise nutzen würde von Sorte oder sonst was, sondern das sind spezielle Versionen für Quarkus aus dem entsprechenden Namespace. Gut, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Hier im Development-Mode, und da sieht man sowas wie Startzeit 1200 Millisekunden. Das ist jetzt nicht viel schneller als das, was wir gerade eben gesehen haben. Und 10 Kilobyte Größe, vorher hatten wir Megabyte. Das hängt damit zusammen, weil das einfach flat im Filesystem irgendwo verteilt ist. Das, was rauskommt, sieht erstmal aus wie 10 KB, ist aber deutlich mehr. Ne? Das hängt damit zusammen, dass bei Änderungen nur gewisse Teile geändert werden, das möglichst schnell gehen soll. Und dann bin ich halt bei 10 KB geändertem Source Code. Okay, werden wir uns aber gleich nochmal eben live anschauen, dann wird das ein bisschen verständlicher. Startup-Zeit, aber 1200 ist jetzt nicht super gut. Ne? Also das ist Development-Modus, genau. Welchen Vorteil das bringt, werden wir gleich auch noch sehen. Das ist sozusagen der normale Modus, also der vergleichbar ist mit dem Modus, den wir jetzt bei den anderen auch gesehen haben. Und hier sehe ich 800 Millisekunden versus, wir hatten 1600 nachher bei Microprofile. Also ich habe das gleich wie Microprofile. Aber durch die Optimierung am Anfang Dinge in die Compile-Zeit, Build-Zeit zu verlegen, habe ich hier schon mal einen gewissen Vorteil. 200 KB plus ein LIP-Verzeichnis, in dem nochmal 23 MB sind. Also eigentlich sind es 23 MB. Aber das Interessante ist, es wird kein Fat-Jar gebaut. Also dadurch ist es natürlich schneller im Build-Prozess und für mich als Entwickler einfacher zu handhaben oder leichter zu handhaben. Und wenn wir werden uns gleich nochmal anschauen, was das für die Cloud an sich bedeutet, wenn ich Container baue. Wenn ich mit Containern arbeite, hätte ich hier einen stabilen Layer, der sich nicht verändert. Ich habe hier 200 KB maximal, die sich verändern, also ein zusätzlicher Layer. Und der Container ist super schnell gebaut an der Stelle. Ne? Also der Bildzyklus ist viel kürzer, als wenn ich mit einem Fat Jar arbeiten würde. Und jetzt sehen wir den Native-Mode und da habe ich gesagt, das Zeug ist echt schnell und hier steht 11 Millisekunden. 11 Millisekunden und das ist ein schlechter Wert. Ne? Also das ist hier auf meiner Krückenmaschine gemessen und 25 MB groß. Also der komplette Web-Service oder REST-Service fährt in 11 Millisekunden hoch und den kriegt man auch deutlich unter 10 Millisekunden. Und das ist, wo es wirklich interessant wird, für Cloud und auch für Serverless. Also das, was ich mir vorstellen kann, eine einzelne Funktion, selbst wenn ich da so ein Ding aufspanne und das braucht nur 11 Millisekunden, das tut mir nicht weh. Also, what terrible fast, das Ganze. Native Mode oder Productive Mode, da habe ich halt ein Jar-File, wofür ich das JDK dann entsprechend noch brauche. Und im Native Mode ist es tatsächlich in einen Runnable, also ein Windows Runnable oder ein Linux Runnable oder ein OS X Runnable übersetzt worden. Also ein natives File dann entsprechend. Ich habe hier mal versucht, das visuell darzustellen, was das für den Speicher bedeutet. Also traditioneller Stack wäre jetzt Spring oder Java EE. Ein ganz einfacher RESTful Service, 140 MB, also muss jetzt auf dem MB nicht stimmen, es geht nur um die Dimension.
Quarkus mit OpenJDK ist nur die Hälfte in etwa und Quarkus mit GraalVM 13 MB, also nochmal deutlich weniger an Speicherbedarf. RSS ist übrigens der Speicher, der gesamte Speicher, den der Prozess benötigt, also nicht nur Heap oder sonst irgendwas, sondern der Prozess, der dann läuft am Ende, der Microservice oder was auch immer das sein soll, der benötigt insgesamt diesen Speicher. Für die Boot-First-Response-Time, also man unterscheidet ein bisschen zwischen der Startup-Time und der First-Response-Time. Bei vielen Frameworks ist es so, die starten relativ schnell, aber wenn ich dann den ersten Call dagegen setze, machen die noch einiges im Hintergrund. Also da wird viel dynamisch nachgeladen. Das heißt, der erste Response dauert dann doch länger. Und die gesamte Zeit muss man eigentlich messen, ne? Also wann kann der erste sozusagen eine Antwort bekommen? Das ist insbesondere im Serverless-Umfeld relevant. Und hier sehen wir Traditional Stack, irgendwie 4,3 Sekunden im Quarkus OpenJDK Stack 0,75, also schon deutlich schneller. Das ist jetzt dieser Productive Mode, den wir gerade gesehen haben. Und im Quarkus GraalVM 0,014. Also viel schneller das Ganze. Genau. Also das Grüne ist das Native Image. Das ist Quarkus mit OpenJDK, also das Prot-Image, das Jar. Und das wäre jetzt ein Spring Boot oder eine Microprofile bzw. eine Java-EE-Applikation. Das Ganze nochmal mit einem RESTful Service und Datenbankanbindung im Hintergrund, also JPA. Das sind eher realistische Werte dann. Also ich habe ein paar Libraries mehr dabei, plakativ gesprochen. Und auch hier sehen wir, die Dimensionen stimmen in etwa 218 versus 130, also ganz, ganz grob die Hälfte, ein bisschen mehr. Und dann etwas nur über 10-15% im Native Mode dann. Und auch hier die Startzeiten nochmal, da macht sich das nochmal besonders bemerkbar. 9,6 Sekunden, 2,5 und 0,05. Also es geht nur um die Dimensionen, ne? Es geht nicht um die konkreten Zahlen, die Dimensionen. Die Zahlen stimmen zwar in etwa, aber das hängt natürlich dann immer von der Maschine ab. Aber man sieht schon, das ist eine ganz andere Dimension, die ich da habe. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf diese Ausgangsfrage, die gestellt wurde. Also kann Java EE noch in der Cloud mitspielen und gerade im Microservice in der Cloud oder Serverless-Umfeld? Und die Jungs von Quarkus gesagt haben, Kubernetes Native Java Stack tailored for GraalVM created from the best of breed Java Libraries and Standards. Also wir bewegen uns im Standardumfeld. Und Standard, also de facto Standard im Sinne von Industriestandards, also der Zoo an Libraries, die ich sowieso brauchen werde, die sind unterstützt und das Ganze soll super im Cloud-Umfeld laufen. Was bringen mir diese Startzeiten überhaupt? Wir haben gerade schon drüber gesprochen, aber das JDK brauche ich ja auch noch und ist das für mich überhaupt wichtig, ja oder nein? Und wir schauen mal, wenn, also Quarkus redet da vom Container-First-Ansatz. Schmale Pakete, weswegen sind die wichtig? Also weswegen ist dieses möglichst Kleinsein wichtig, um einfach kleine Container-Images zu haben, die ich durch die Gegend schieben kann. Ne? Also möglichst schnell von A nach B schieben kann, möglichst schnell aufziehen, über Kubernetes X Instanzen davon erzeugen. Schnelle Startzeiten, also schnelle Boot-Times sind wichtig, um sofortiges Scale-Up zu bekommen. Also wenn ich merke, hey, ich brauche 5, 6 Instanzen dazu oder 100 Instanzen dazu, weil ich gerade einen Peak habe, also einen Last-Peak habe, dann bringt mir das nichts, wenn die 20 Minuten später zur Verfügung stehen. Häufig bringt es mir auch nichts, wenn die erst 20 Sekunden später zur Verfügung stehen. Wenn die aber einige Millisekunden später zur Verfügung stehen, dann sind sie in der Lage, meine Last abzufedern. Und geringe RSS-Speicher ist einfach mehr Container bei gleichem RAM. Und wenn ich mich in der Cloud bewege, bedeutet das einfach weniger Geld. Also je weniger Speicher ich benötige, da bezahle ich häufig pro Speicher und CPU. Und je weniger Speicher ich benötige, desto günstiger ist es. Oder ich kriege für das gleiche Geld deutlich mehr Kapazität. Also ist es schon wichtig. Es wäre zu schön, wenn das alles funktioniert, ohne dass es irgendwelche Limitations gibt. Und natürlich gibt es Limitations, die wollen wir uns abschließend nochmal eben anschauen. Und die Limitations gibt es vor allem im Umfeld des Native Images, also da, wo ich die größten Benefits raushole. Ne? Also da lese ich dann sowas nach wie Dynamic Class Loading, Native VM Interfaces, das gibt es gar nicht oder wird nicht unterstützt. Und Reflection, Dynamic Proxies und Resources wird wird ein bisschen umständlich unterstützt. Also es gibt eine eigene API und dann muss ich sagen, an der und der Stelle nutze ich Reflection, dann funktioniert das auch, damit es halt in diesen Bildprozess eingebunden werden kann.
aber es ist halt komplizierter. Jetzt könnte man ja sagen, okay, sowas Dynamic Class Loading kenne ich gar nicht, also das nutze ich wahrscheinlich nicht, ne? Und auch Native VM Interfaces habe ich noch nie gehört, nutze ich auch nicht. Da stecken aber so interessante Sachen hinter, wie dass ich dynamisch JARs und VARs nachladen kann, oder es gibt eine Menge Libraries, die intern darauf nutzen. Und die funktionieren dann natürlich nicht, ne? Also das heißt im Umkehrschluss, auch die auf Reflection zum Beispiel setzen. Das heißt im Umkehrschluss, jedes Mal, wenn ich eine Library einsetze, die nicht offiziell supported wird von Quarkus, muss ich einfach probieren, geht das oder entweder weiß ich schon, es geht nicht, oder ich muss probieren, geht es oder geht es nicht, bis hin zum Native Image. Und wenn es nicht geht, eine eigene Extension schreiben, die quasi genau diese Probleme umgeht, ne? Also die dafür sorgt, dass zum Beispiel die Reflection ersetzt wird an der Stelle. Okay, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Im CDI-Umfeld, in der Spitze, oder wenn man sich das so ein bisschen anschaut, dann steht bei Quarkus auf der Seite, also wir haben Standard-CDI 2.0, aber ein bisschen anders. Ein bisschen anders heißt, eigentlich haben wir keinen Standard. Also man kann es wie den Standard benutzen mit gewissen Einschränkungen. Zum Beispiel den Conversational Scope, den gibt es nicht. Decorators gibt es nicht. Portable Extension gibt es nicht. Und. Transactional Observers. Und das ist ganz wichtig, dass man sich einmal die Liste anschaut, ne? Also es ist sehr wahrscheinlich, dass man gut klarkommt mit der Implementierung, aber es kann durchaus sein, dass man in seiner Welt Dinge nutzt, in seinen Applikationen Dinge nutzt, die halt auf dieser Blacklist stehen. Und für die meisten gibt es Workarounds, wie man damit umgeht kann, aber das muss einem bewusst sein. Also es ist nicht wirklich der vollständige CDI-Standard. Das sind die Limitations. Okay. Zusammenfassung zu dem, was wir heute gehört haben. Die Idee war ja zu überlegen, kann ich mit dem Java EE-Standard in dieser schönen Cloud-Native-Welt noch mitspielen, ja oder nein? Initial haben wir gesagt, ich habe eigentlich das Problem, dass ich entweder schnell und proprietär bin oder standardisiert und slow. Und was ich möchte, ist standardisiert und schnell sein. Und dann haben wir gesehen, Quarkus, nicht als ein Beispiel, sondern als das Beispiel, scheint es das irgendwie zu schaffen. Ne? Also mit Quarkus bin ich, wenn ich das Native Image nehme, super schnell, arbeite mit Standard-APIs. Und nochmal, wenn ich Standard sage, meine ich wirklich die Java EE-Standards, Microprofile und die klassischen de facto Industriestandards, also die Libraries, die ich einfach zwingend brauche in dieser stark verteilten Welt. Also Quarkus scheint da tatsächlich einen sehr guten Job gemacht zu haben an der Stelle mit den Limitierungen, die wir gesehen haben. Und okay, das waren nochmal die Regeln, das können wir eben weglassen. Die Frage ist aber, brauche ich das tatsächlich alles? Also die Limitierungen beschränken mich natürlich. Ich habe eine andere Art, wie ich entwickle vielleicht, eine andere Art, wie ich deployen werde zukünftig, also eine andere Pipeline, um mit Quarkus zu arbeiten. Ist es das Risiko und ist es den Aufwand wert? Also soll ich jetzt all meine Applikationen migrieren, ja oder nein? Und es macht auf jeden Fall viel Spaß, damit zu arbeiten. Also für die, die gleich noch Lust haben, 2 Minuten länger zu bleiben, zeige ich noch mal eben kurz was. Die anderen können dann schon rausgehen. Es macht auf jeden Fall Spaß, damit zu arbeiten. Aber fairerweise muss man sagen, nicht jeder von uns ist Netflix, Amazon oder Twitter. Also hat eine so extrem stark verteilte Welt, wie wir es gerade eben gesehen haben. Es sei denn, man ist Netflix, Amazon oder Twitter natürlich. Also die Frage, die man sich wirklich stellen muss, wofür mache ich das? Ne? So cool das ist, dass irgendwas in 10 Millisekunden hochfährt, habe ich wirklich den Bedarf? Ne? Also die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten im Microservice-Umfeld, die haben 10 bis 100 Microservices. Die ganz coolen haben vielleicht 200 Microservices. Die werden aber nicht jeden Tag 400 Mal oder 4000 Mal neu deployed und die können sich 5 Sekunden Latenz durchaus erlauben. Ne? Und die haben auch nicht... Die meisten haben nicht den Bedarf, super schnell, also in Millisekunden beliebig skalieren zu können, von einer Instanz auf 1000 Instanzen. Wir haben durchaus Kunden, die, also Lotto-Toto-Umfeld zum Beispiel, wo punktuell starke Last auftritt und dann wieder die ganze Zeit nicht. Die meisten haben nur den Bedarf, skalieren zu können. Wenn sie merken, das wird jetzt ein bisschen eng, dann könnte in nächster Zeit mal eine 2, 3 Instanzen dazukommen. Durch ein gutes Monitoring der eigenen Metriken stellt man das in der Regel früh genug fest. Also die Frage ist, muss ich bei dem Spiel mitmachen oder nicht? Und ich habe hier versucht, die Voodoo-Regeln noch mal ein bisschen umzuschreiben.
ich gewinne schon sehr viel, wenn ich von diesen Fat Jars wegkomme. Also uns wurde die letzten Jahre immer suggeriert, das ist das Tollste, weil ihr den Application Server nicht mehr braucht. Die Fat Jars haben aber eben das Riesenproblem, ich erzeuge jedes Mal irgendwie so 200 MB. Das dauert erstmal, bis ich die erzeugt habe und die muss ich dann durch meine Pipeline schieben, in einen Container packen, irgendwo zum Laufen bringen. Da kann ich nicht viel optimieren, ne, was die Zeit angeht. Wenn ich hingehe und über Layer arbeite, wie Microweave das zum Beispiel gemacht hat, also einfach sagen, es gibt einen stabilen Teil, nämlich meine ganzen Libraries, die ich eingebunden habe, und es gibt einen variablen Teil, nämlich meine eigene Applikation, dann habe ich sowas wie 200K versus 200 MB. Ne? Und 200 MB sind stabil, die brauche ich gar nicht anfassen, die brauche ich auch nicht durch die Gegend schieben. Und wenn ich das Ganze noch auf die Containerwelt auslagere, also einen Layered-Container baue, dann habe ich 200 MB fix in dem Container, da brauche ich nichts machen und nur die 200K muss ich dann neu packen als zusätzlichen Layer. Wenn ich die ganzen ein bisschen kleiner bekomme, kann es sicherlich auch nicht schaden. Das ist klar, das war dieses Quarkus Productive, also wo ich gesagt habe, ich bewege mich in meiner normalen Welt. Also was die Applikationsentwicklung angeht in den Standard-APIs, aber über Dinge, die sonst zur Runtime laufen, in die Build-Time verlagern, viel Dynamik durch Statik ersetzen, kriege ich halt noch kleinere Images. Und der letzte Schritt, ob ich dann so weit gehe und Native-Containers und Native-Images baue, da würde ich halt schauen, ist wirklich der Bedarf da, ne? Weil ich dann wiederum natürlich auch entsprechend Kompromisse eingehe. Also das ist für mich eher so Umfeld Serverless und Co. Da macht das absolut Sinn für, ich habe 20, 50 Microservices und eigentlich kommt es auf 5 Sekunden nicht an, ist das vielleicht ein bisschen oversized. Das geht so weit, dass ich sagen kann, okay, ich habe vielleicht irgendeinen Linux-Container, in dem das Ganze laufen soll und dann baue ich da einen Distroless-Container, also nehme nur die Teile aus dem Betriebssystem, die ich auch wirklich brauche, um diesen Service laufen zu lassen. Also das kann man extrem weit treiben an der Stelle, macht aber nur Sinn, wenn man es auch braucht. Wenn ich es nicht brauche, stecke ich sehr viel Zeit und Energie rein, damit das sauber läuft hier unten. In der Regel verdiene ich aber nicht Geld mit super kleinen Containern, es sei denn, ich bin eine IT-Beratung, sondern ich verdiene Geld mit Fachlichkeit, dass die sauber umgesetzt ist. Okay, so viel zum Thema Enterprise Java in der Cloud, ja oder nein. Also aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, Enterprise Java auch in den nächsten Jahren noch weiter zu benutzen. Es gibt Frameworks, wie wir gesehen haben, proprietär versus standardisiert. Ich bin oder unsere Firma ist ein großer Freund von Standards, also insofern begrüße ich auch die ganzen Bewegungen, die da laufen. Wir haben viele Projekte mit dem Microprofile gemacht. In der Regel reicht das schon völlig aus, weil man auch die Pakete dann relativ klein gestalten kann bei den einzelnen Implementierungen. Und wir sind jetzt gerade dabei, so die ersten praktischen Erfahrungen mit Quarkus zu machen. Bisher sind noch alle sehr positiv, vor allem die Entwickler, also weil es auch viel Spaß macht, muss man sagen. Wie es weitergeht, muss die Zukunft da aber zeigen. Bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn noch Fragen sind, ich glaube, irgendwann kommt auch der nächste, können wir gerne noch Fragen stellen. Ich zeige zwischendurch einmal ganz kurz abschließend diesen Aha-Effekt, weil ich den jetzt so oft angesprochen habe. Also, oder ich zeige 2 Aha-Effekte. Der erste ist, ich bin in der Quarkus Dev, also ich sage jetzt einfach Maven Clean Quarkus Dev, also baue das Ganze im Development Mode. Da sehen wir, das ist jetzt hier ein einfaches Hello World. Nicht so super schnell. Irgendwann ist das Ding an Adresse 7070 und jetzt rufe ich das mal auf. Hier. Jetzt rufe ich das Ganze auf. Das war der falsche. Der hier. Ne? Native Pro. Ne, der sollte das sein. Der hier. Und wir sehen Hello Quarkus 0250. Das entsteht an dieser Stelle. Und jetzt würde ich hier einfach noch irgendwas dazu bringen. Wir sind ja auf der WJAX, speichere das. Ich habe jetzt kein neues Maven gemacht und nichts, also kein Maven Clean, Maven Package, Maven Build. Und wir sehen, es erscheint hier. Ne? Also ich kann einfach irgendwas machen in der Entwicklung. Speichern wäre ganz gut, wenn die IDE das nicht schon von selber macht. Und im Hintergrund durch die Ablagestruktur wird es automatisch ersetzt. Das ist für die Entwicklung extrem performant, also macht auch extrem viel Spaß. Und das andere war dieses Native Image, dass wir das auch mal gesehen haben. Also das ist hier Quarkus Native. Es entsteht halt ein Native Image, das ist dieser Runner in dem Fall, den starte ich und er war da. Ne?
Also in dem, ich habe drauf gedrückt und das, was wir gesehen haben, ist, da ist ein Microservice gestartet, gegen den ich jetzt RESTful Calls setzen kann. Also ohne JPA im Hintergrund, muss man fairerweise sagen, dann hätte es vielleicht noch einen Augenwimpernschlag länger gedauert. Aber einfach so, wer schon mal sowas Microservice gestartet hat, der weiß, normalerweise geht es nicht so schnell. Und wir sehen hier in 0,080 Sekunden. Und das sind, genau, das sind Zeiten, die auch im Serverless-Umfeld dann interessant werden. Okay, vielen Dank fürs Ausharren. Ja.